trainiert. Ja. Und damit lässt man jetzt runter, dran denken.
fahren wir runter weg. Genau. Wie ist der Lack vollkommen? Kann ich mal aufhören mit Film? Verehrte Gäste, beim heutigen Abschlussschießen des Raketenartilleriebataillons 12 demonstrieren wir Ihnen die Leistungsfähigkeit der Raketenartillerie der 1. Panzerdivision. Wir werden uns hierbei auf die Feuerstellung beschränken. Die Wirkung der Munition im Ziel ist nicht Teil der Vorführung. Hierzu werden wir mit 4 Raketenwerfer Mars ausgerüstet mit der sogenannten Verschussausstattung 110 mm sowie mit 4 Werfern mit Vollkaliber schießen. Das Schießen mit Vollkalibermunition wird gemeinsam mit der niederländischen Patenbatterie des Bataillons, der 109. Batterie Feldartillerie MLRS durchgeführt. Mit der Verschussausstattung 110 mm können Raketen eines kleineren Kalibers des Vorgängerwaffensystems LARV verschossen werden. Es dient im Frieden dazu, bei erheblicher Kostenreduzierung die gleiche Ausbildung der Werferbesatzung zu erreichen, wie bei einem Einsatz der Vollkalibermunition. Zum Verschuss kommen zunächst 110 mm Splitterraketen. Nachdem die Werfer auf dem Ladeplatz des Zuges mit der entsprechenden Munition geladen wurden, fahren sie über einen Navigationspunkt, wie hier vorgeführt, in die Feuerstellung ein. Die Werfer werden hierbei in der Regel, und daher stellt sich Ihnen hier eine Ausnahme dar, paarweise eingesetzt. Der Einsatz der Raketenbatterie erfolgt zugweise in einem Feuerstellungsraum der Ausdehnung 2000 x 2000 Meter. In diesem Raum werden bis zu 6 Feuerstellungen sowie 2 Ladeplätze und ein Entladeplatz erkundet. Die Feuerleitstelle befindet sich im Feuerstellungsraum eines Zuges und leitet von dort den Feuerkampf der Batterie. Für das Herstellen der Wirkungsbereitschaft in der Feuerstellung werden ca. 2 bis 3 Minuten benötigt. Dies bedeutet, dass zwischen dem Zeitpunkt der Zielerfassung und der Wirkung im Ziel nur zwischen 3 bis 4 Minuten verstreichen. Bevor wir nun zum eigentlichen Schießen kommen, will ich Ihnen noch einige technische Angaben zum Raketenwerfer und zur Munition geben. Der Raketenwerfer verfügt über eine autonome, kreiselstabilisierte Fahrzeugnavigationsanlage, die ihn dazu befähigt, jederzeit automatisiert seinen Standort zu bestimmen. Das Gefechtsgewicht eines Raketenwerfermaß beträgt 26,6 Tonnen. Die Besatzung besteht dabei aus 3 Soldaten, dem Werferführer, dem Raketenkanonier und dem Militärkraftfahrer. Geladen ist der Werfer entweder mit der Minenrakete, deren Höchstschussentfernung 38,5 Kilometer beträgt, oder mit der Bomblettrakete, mit der eine Höchstschussentfernung von 31,5 Kilometern erreicht werden kann.
Die Bomblett-Raketen sind bestückt mit 644 Bomblett, welches je eine Durchschlagskraft von 7 cm Panzerstahl besitzt. Sie werden vornehmlich gegen harte und halbharte Ziele mit einer Ausdehnung von 300 x 300 Meter eingesetzt. Die Minenraketen sind mit je 28 Panzerabwehrminen bestückt und dienen zum Sperren von Geländeabschnitten, wodurch insbesondere gepanzerte Verbände kanalisiert, verlangsamt oder zum Stehen gebracht werden. Die Standardausdehnung einer Wurfminensperre mit 2 Raketenwerfern zu je 12 Raketen beträgt hierbei 1500 x 500 Meter. Die Wirkzeit ist in Abhängigkeit der Vorgaben stufenweise einstellbar auf 3, 6, 12, 24, 48 bzw. 96 Stunden. Mit der Grundbeladung eines Bataillons lassen sich somit zum Beispiel maximal 45 Kilometer Gelände sperren. Die Feuergeschwindigkeit beträgt 12 Raketen pro Minute. Bei friedensmäßigen Schießen auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr gelten einige Auflagen zur Erhöhung der Sicherheit sowohl der Soldaten als auch der Zivilbevölkerung in den umliegenden Gemeinden. Diese möchte ich Ihnen, auch um etwaige falsche Bilder zu vermeiden, kurz erläutern. Im Einsatz würde der Werfer nach Erreichen der Feuerstellung und nach Erhalt eines Feuerkommandos direkt feuern. Als eine der Sicherheitsauflagen wurde jedoch hier jedes Feuerkommando an den verantwortlichen Sicherheitsoffizier gemeldet und durch diesen nach Prüfung freigegeben. Ebenfalls im Rahmen der vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften fährt der Sicherheitsoffizier nun nach vorne, um die Richtung jedes einzelnen Werfers zu überprüfen. Daher darf ich Sie nun bitten, den ausgegebenen Gehörschutz anzulegen. Die erste Rakete dient zur Überprüfung der Lage des Feuers im Ziel. Nach einer erneuten kurzen Überprüfung feuern die Werfer die restlichen Raketen ab.
Wie Sie sehen konnten, hat der zweite Werfer von links ein technisches Problem. Es wird aber weiterhin versucht werden, diesen für die folgenden Verschüsse der Raketen einzusetzen. Besondererweise verschießen. Deswegen möchte ich bitten, den Kommandeur der 1. Panzerdivision, Herrn General Förster, den 1. Kommandeur des Bataillons 12 bzw. seines Vorläufers, Herrn Oberst AD Schuppan, und den Kommandeur des niederländischen Kampfunterstützungskommandos, Herrn Oberst Seikens, zunächst mal zu mir bitten. Diese Herrschaften werden dann links von mir auf drei Wölferaufsitzen zu den Raketenwerfern verlegen und diese drei letzten Raketen persönlich abfeuern. Herr General, Sie haben noch eine besondere Einlage. Ich darf Sie bitten. Herzlichen Dank, Herr Oberstleutnant Adelmann. Ich habe keine besondere Einlage. Aber ich denke, es ist das letzte Schießen des Artilleriebataillons 12 der 1. Panzerdivision. Und mit diesem Schießen geht auch die Ära zu Ende, in der Kampfunterstützung unmittelbar von der Division geführt werden konnte, nämlich artilleristische Kampfunterstützung. Und ich denke, dass es in diesem Moment nicht so wichtig ist, ob der Divisionskommandeur, der es als eine besondere Ehre empfindet, hier dabei zu sein, dort von einem der letzten Schüsse für die Division abgibt, sondern das soll aus meiner Sicht ein ganz verdienter Mann sein, ein Mann aus dem Unteroffizierkorps, der seit Jahren an diesem Waffensystem mitgearbeitet, mitgedient hat, und ich habe dem Kommandeur vorhin gesagt, ich werde zugunsten eines Paten verzichten. Und dieser Pate für mich soll Hauptfeldwebel Möller sein, der für die Unteroffiziere, die über all die Jahrzehnte in diesem Regiment, in diesem Bataillon gedient haben, den letzten Schuss hier abgeben soll. Ich denke, das findet Ihr Verständnis. Danke. General, herzlichen Dank. So, die drei Personen befinden sich hier bei mir. Wir gehen jetzt gemeinsam zu den Fahrzeugen und dann werden wir die letzte Salve verschieben. Man kennt hier viele nicht. Der Mann, das macht der, der geliebt hat. Ja, ja. Das war Müller, ja. Wo ist der hin? Schießt der Böller? Der schießt jetzt mit Böller. Da war auch der Haus. Da war man Der ist jetzt Minden, ne? Ja. Wer macht noch Abzüge davon? Komm.
von dem, also wer fehlt noch? Nee. Also hier Heinrich Riese. Heinrich Riese? Nein, ist der nicht. Von Kopien. Ich habe das einfach mal. Okay. Nein, der ist immer noch drin. Bist du ein Schluck und als Feldwebel immer noch hängen? Wenn du jetzt die Zeit anschlägst, erinnert sich da nicht? Der war doch schon als Stift erschön, also die Schutzklappen und dann die Zähne sich halt so sitzen. Ich sehe, das ist doch gewesen, das war doch das Händchen. Wo war der? Der ist nicht hier, der ist vom Werflieger. Right here.